Heute testen wir für Sie einen etwas einmaligen Wagen in seinem Segment, den Peugeot 1007. Das Auto ist nicht neu, es ist im Jahre 2004 geboren und wurde am Anfang mit zwei Benzinern mit 1,4 und 1,6 Liter bis 110 PS und einem Diesler mit 1,4 Liter und 70 PS angeboten. Anfang nächsten Jahres bekommt der 1007 eine neue Dieselversion. Es handelt sich um einen 1,6 HDI FAP mit 110 PS und 240 Newtonmetern Drehmoment. Der 1007 ist ein etwas elitärer und wenig bekannter Wagen. Er hat einen Look wie ein normannischer, viereckiger und massiver Schrank, dem man zwei elektrische Schiebetüren eingebaut hat. Der Test hat uns gezeigt, dass diese neue Motorisierung dem 1007 erlaubt, eine gewisse Fülle zu erreichen. Denn mit einem Gewicht von 1200 Kilogramm liegt der 1007 dicht an einem Lastwagen. Der neue Dieselmotor verleiht dem 1007 noch bessere Straßeneigenschaften. Die Besonderheit des 1007 liegen hauptsächlich in seiner sehr städtischen und praktischen Seite. Hinsichtlich des Straßenverhaltens ist der 1007 im wahrsten Sinne erstaunlich. In der Tat, angesichts der Form und der Masse könnte man ein etwas mild und plumpes Fahrzeug erwarten. Aber es ist das Gegenteil. Die Direktion ist präzis und die Suspension etwas straff. Natürlich ist die Straßenlage nicht sportlich, allerdings erstaunlich und beruhigend für diese Fahrzeugform. Die elektrische Servolenkung übermittelt mit viel Zuverlässigkeit die Straßenbedingungen. Der 1007 bietet eine breite peripherische Sichtbarkeit an und die Schiebetüren erlauben es ihm, von engen Parkplätzen oder Garagen mit kleinen Dimensionen zu profitieren. Im täglichen Verbrauch ist, auch wenn der Kofferraum im normalen Stand eher klein wirkt, die Modularität so variabel, dass Sie die Hintersitze entweder nach vorne rücken oder einfach runterklappen können. Dies erlaubt ohne Probleme, das Gepäck für die Reise unterzubringen. Auch wenn der 1007 auf dem Papier ein Vierplätzer ist, scheinen die Hintersitze eher beengt und werden Erwachsenen nur für kurze Strecke genügen. Die innere Endverarbeitung ist vom Typ Chamäleon. Das bedeutet, dass wenn Sie genug von Ihrem 1007 mit blauem Interieur haben, können Sie mit wenigen Handgriffen und mittels Tauschteilen Ihr Interieur in Rot, Grau oder in einer anderen Farbe ändern, ganz nach Ihrem Geschmack. Die Sicherheit wird auch gewährleistet und der 1007 entspricht ganz dem vollständigen und schützenden Peugeot-Standard. Unser Test hat uns erlaubt, ein praktisches und wirtschaftliches Auto zu entdecken, welches den Verbrauch von 6 Liter auf 100 Kilometer nicht überschritten hat, was in Anbetracht der Masse und des hohen Rhythmus, den wir vom 1007 verlangt haben, sehr angemessen ist. Unbestreitbar stellt die Dieselversion die ideale Ergänzung zu diesem Fahrzeug dar. Es verleiht ihm Kraft, Flexibilität und Fahrfreude. Sehr praktisch im Alltag sind die Schiebetüren. Diese lassen sich auch aus der Distanz elektronisch öffnen und vereinfachen so den Zutritt zum Fahrzeug auch mit beladenen Armen. Auch für Personen mit begrenzter Mobilität bieten die großen Schiebetüren viele Vorteile. Negativ und zeitweilens etwas nervig ist, dass sich die Fenster nur bei eingeschalteter Zündung und geschlossenen Türen schließen lassen. Bemerken Sie also beim Abschließen des Fahrzeugs ein offenes Fenster, müssen Sie sich in den Wagen setzen, die Türe schließen, die Zündung einschalten und erst jetzt lässt sich das Fenster schließen. Danach beginnt der Aussteigeprozess von neuem. Gut, wenn das Ihnen zwei- oder dreimal passiert ist, werden Sie dieser Eigenheit mehr Aufmerksamkeit widmen. Ein anderer Punkt, der ärgert, ist der Preis, welcher für den 1007 mit etwa 28.000 Franken recht hoch ist. Es versteht sich von selbst, dass Sie für diesen Betrag ein ziemlich vollständiges und gut ausgestattetes Fahrzeug haben werden, denn weitere Sicherheitselemente und Zubehör werden nur in wenigen Optionen angeboten. Praktisch alles ist serienmäßig.
Zusatzoptionen wie zum Beispiel Navigation mit Farbbildschirm, kompatibles Radiotelefon RT4 mit MP3, Handfreitelefon und Stimmerkennung werden Sie 3.700 Franken kosten. Abschließend wäre noch zu erwähnen, dass die Dieselversion, welche wir getestet haben, sich als komfortabel, praktisch und sparsam erwiesen hat. Auch wenn das Gewicht als Nachteil scheinen kann, bietet der 1007 einen äußerst ruhigen Innenraum. Von außen gut isoliert, sei es in der Stadt oder auf Strecken, zeigt sich der 1007 für seine Passagiere sehr diskret. Abschließend könnte man noch hinzufügen, dass der Preis ebenfalls eine Funktion der Originalität ist. Anders fahren wollen kann auch heißen, mit einem 1007 zu fahren.